Der Original Puresta Badewannenträger ist das einfache Montagesystem für den Einbau von Bade- und Duschwannen aus Stahl und Acryl. Seit seiner Erfindung im Jahre 1968 wurden mehr als 28 Millionen Puresta-Wannenträger verkauft. Mittlerweile gibt es für jedes der am Markt gängigen Wannenmodelle einen passenden Träger. Mit dem Puresta Badewannenträger 2.0 erfindet Puresta Systems den Wannenträger nun ein weiteres Mal. Gab es bisher für jede Wanne einen eigenen Wannenträger, passen jetzt mehr als 100 unterschiedliche Badewannenmodelle in lediglich 4 verschiedene Trägervarianten. Auch die Montage einer Badewanne wird mit dem Wannenträger 2.0 noch einmal entscheidend vereinfacht. Wie unkompliziert der Einbau einer Acrylbadewanne mit dem 2.0 funktioniert und was an dem Wannenträger alles verbessert wurde, zeigt uns nun Herr Schulze. Der Puresta Badewannenträger 2.0 eignet sich für Wannen aus Stahl und Acryl. Nur 4 Trägervarianten ermöglichen den Einbau von mehr als 100 verschiedenen Wannenmodellen. Der 2.0 eignet sich für Wannen mit Fuß- oder Mittelablauf. Die Wanne kann im Träger gedreht werden, sodass die Ablaufseite an beiden Enden bzw. hinten oder vorne angeordnet werden kann. Der Träger wird mit Wannenträger-Montageschaum auf den Boden gesetzt. Zudem ist es möglich, den 2.0 mit Fliesenkleber einbauen zu können. Die Unterseite des 2.0 ist mit einem Funktionsboden ausgerüstet. Er enthält zum einen die Verstellblöcke, die einfach herausgenommen werden. Der Verstellboden ist selbstausrichtend. Ein umständliches Anpassen des Verstellbodens entfällt. Für Stahlwannen wird keine Bodenauflage benötigt. Unterseitig ist ein Rohrschacht integriert. Rohrleitungen können einfach verlegt werden. Die Stege werden bei Bedarf einfach eingeschnitten. Bevor Herr Schulze jetzt mit der Montage startet, hier nochmal alle Bestandteile, die Sie für den Einbau der Wanne benötigen. 2 Dosen Wannenträger Montageschaum, eine Puresta Fix-Ablaufgarnitur und der Puresta Badewannenträger 2.0. Außerdem brauchen wir eine Acryl-Badewanne. Weiterhin verwenden wir das Puresta 3D-Wannenrand-Abdicht-Set, Abdichtmasse und das passende Schallschutzset. Zunächst werden die Abstandhalter an dem 2.0 befestigt. Nun werden die Rohrleitungen mit Farbe besprüht. Anschließend wird der 2.0 auf die Rohrleitungen gesetzt und deren Verlauf auf dem 2.0 markiert. Die Aussparung für die Rohrleitungen wird an den entsprechenden Stellen ausgeschnitten. Anschließend werden die bauseitige Ablaufposition und die Revisionsöffnung ausgeschnitten. Die Aussparung innerhalb des Funktionsbodens für die Ablaufleitung erfolgt erst nach dem Setzen des 2.0. Die Acrylwanne muss, eine Stahlwanne kann unterseitig unterstützt werden. Um die Unterstützung zu montieren, werden die Verstellböcke zunächst aus dem 2.0 herausgenommen. Eventuelle Abbruchrückstände werden mit dem Cutter entfernt. Nun werden die Schalldämpfungsmatten des Schallschutzsets zunächst außen am Wannenträger befestigt. Der Badewannenträger 2.0 wird nun mit dem Puresta Wannenträger Montageschaum auf dem Boden verklebt. Dazu wird der Montageschaum unterseitig auf die Rippen des Funktionsbodens aufgetragen. Der 2.0 wird auf seinen Montageplatz gesetzt und mit der Wasserwaage ausgerichtet. Nun muss der Montageschaum aushärten. Wird kein Montageschaum verwendet, kann der 2.0 auch mit Fliesenkleber auf dem Boden verklebt werden. Die Wartezeit wird genutzt, um das Puresta 3D-Wannenrand-Dichtset an der Badewanne zu befestigen und weitere Bestandteile des Schallschutzsets zu montieren. Bitte schauen Sie sich dazu unsere ausführlichen Montagefilme auf unserer Website und auf unserem YouTube-Kanal an. Nach dem Aushärten des Schaums werden die Aussparungen für die Ablaufleitung herausgeschnitten. Eventuelle Schaumrückstände werden aus den Gehäusen der Verstellblöcke entfernt. Anschließend wird die Puresta Fix-Ablaufgarnitur an die Ablaufleitung angeschlossen.
Hat die Badewanne einen Mittelablauf, wird der Mittelteil des Funktionsbodens herausgeschnitten. Die restlichen Schalldämpfungsmatten werden an der Innenseite des Wannenträgers befestigt. Anschließend wird der Konstruktionskleber STP in ca. 8 cm langen Raupen auf dem Wannenträgerrand aufgetragen. Alternativ können Montageschaum oder Silikon verwendet werden. Mit der zweiten Dose Montageschaum werden nun die Verstellblöcke in den Funktionsboden gesetzt. Beide Verstellblöcke werden mit Montageschaum befüllt und in die Gehäuse im Funktionsboden gestellt. Die Verstellblöcke können auch mit Fliesenkleber oder mit Konstruktionskleber STP eingesetzt werden. Dann müssen die Verstellblöcke mindestens 6,5 cm aus dem Gehäuse herausstehen. Nun wird die Badewanne in den 2.0 gehoben. Die Verstellblöcke richten sich nun selbst aus. Die Wanne liegt fest auf den Verstellblöcken auf. Die Ablaufgarnitur wird an Ab- und Überlauf angeschlossen. Danach wird die Badewanne belastet, damit sie richtig auf dem 2.0 aufliegt. Mit einer Dichtigkeitsprobe wird die Ablaufleitung auf Leckagen überprüft. Die Revisionsöffnung wird mit STP-Kleber oder Silikon wieder eingeklebt. Anschließend wird das Wannenranddichtband mit Abdichtmasse eingedichtet. Der Poresta Badewannenträger wird direkt befliest. Alle Informationen zum Poresta Badewannenträger 2.0 finden Sie unter www.poresta.com.